was machen wir dann? Heute zeige ich euch, wie man eine Rotation im Material machen kann. Dazu nehmen wir jetzt erstmal unsere schöne Demo-Wand. Ein neues Material. Für das Beispiel nehme ich jetzt einfach mal hier so ein Holzmaterial, eine Normal Map. Eine Normal Map in die Normal. Wir haben ein Roughness in die Roughness. Metallic brauchen wir nicht, weil Holz ist nicht metallisch, die können wir uns sparen. Und eine Farbe. Speichern. So. Dann packen wir das mal an die Wand. Weil noch ist das ja nicht schrottiert. Das ist ja noch ziemlich gerade. Wir wollen ja hier vielleicht 45 Grad drin haben. Das machen wir jetzt. Moment, ich mache nur mal kurz größer, muss man besser sehen. So, dazu brauchen wir einen Custom Rotator. Mal mit U-Kurs. Da haben wir noch Custom Rotator. Und der braucht jetzt erstmal Input. Hier brauchen wir wieder die Texture Coordinates. Wir brauchen einmal wieder die Texture Coordinates. Die Unreal Engine muss ja wissen, wo unser Material ist, dann hat sie es leichter beim Rechnen. So, hierfür brauchen wir einen Constant Vector, weil wir brauchen ja zwei Werte. Also hier einmal die 2, Linksklick. Weil, wie gesagt, so eine Textur an für sich, die hat ja zwei Werte. Wir haben ja einmal hier Y und Z quasi. Und dem müssen wir jetzt damit sagen, ja, du bist in der Mitte. 0,5 und minus 0,5. Das ist die Mitte. Dann haben wir hier den Engel, der ist ein bisschen tricky. Da brauchen wir zwei normale Skalarparameter. Brauchen wir zwei normale Skalar-Nodes. Und ein Multiply, M, Linksklick, da ist er. Man kann auch nur einen einzelnen nehmen, dann wird es halt mit der Einstellung ein bisschen tricky, weil man dann keine Gradzahl eingeben kann. Und das ist quasi ein Trick, um das zu vermeiden. Den packe ich jetzt erstmal da rein. Wir haben 0,025. Und dann können wir hier jetzt 45 Grad eingeben. Und natürlich sollten wir das alles irgendwo verbinden. Ich könnte hier auch mal den Cube anmachen, dann sieht man es auch. Und wie man hier schon sieht, haben wir alles schön rotiert. Man kann hier auch die Texture wieder teilable machen, indem wir einfach wieder hingehen, den Skalar und einmal Multiply. Einmal dahin, einmal dorthin, einmal da unten rein und sagen, okay, machen wir zwei. So ein bisschen sortieren, hat man einen besseren Überblick und schon haben wir hier unsere schöne Wand. Wobei schön ist irgendwie doch sehr glossy und sehr dunkel. Ich wechsle das mal kurz. Wieso Materialien, Textures? Ist halt krass dunkel. Ich mache einfach mal Oak rein. Der hat doch nur eine Roughness für alle. Die sind alle glänzend, okay. Müssen wir jetzt halt mit leben, der Boden ist ja shiny. So, jetzt haben wir hier schönes glänzendes Holz. Und hier mit der Node können wir quasi jetzt einfach den Winkel angeben, in welchem unsere Textur rotiert werden soll. Also 90 ist einfach mal so. Auch hier müsst ihr ein bisschen drauf anpassen, da kommt es ja auch wieder auf die Textur drauf an. Wenn ihr die nebeneinander habt. Ja, wie man sieht, die passen so jetzt halt nicht nebeneinander. Ist bei den meisten Texturen auch schwierig, die halt mit einem Rotator so nebeneinander zu kriegen. Müsst ihr gucken, wie ihr es macht. Ja, das kommt auch viel aufs Projekt drauf an, aber ihr wisst schon mal, wie ihr jetzt sowas rotieren könnt. Und der Aufbau an für sich ist ja nicht so schwierig.
Das Trickigste ist wirklich der Part hier. Wenn man das nicht weiß, hat man dann irgendwelche komischen Werte und weiß gar nicht, hey, wieso dreht sich das so komisch? So, das war der Rotator. Ganz simpel, ganz einfach. Effekt ist eigentlich ganz okay. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal.